In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es am Abend zwei schwere Explosionen gegeben. Nach Angaben des Gesundheitsministers sollen mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen sein und mehr als 2.700 verletzt worden sein. Auch die deutsche Botschaft ist offenbar beschädigt. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gab es mehrere Verletzte. Die genaue Ursache der Explosionen ist noch unklar. Am Abend erschüttern zwei Explosionen Beirut. Auf eine kleinere folgt eine zweite, extrem gewaltige. Die Druckwelle verwüstet die Innenstadt. Menschen unter Schock. Ihre Gesichter, arme Körper zerschnitten von Glasscheiben, die vor allem bei der großen Explosion zu Bruch gingen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hörte zuerst, dass ein Feuer ausgebrochen ist und wollte nach Hause. Und dann hörte ich eine Explosion. Ich bin dabei verletzt worden. Das ist, was ich weiß. Menschen zwischen Trümmern. Doch zu wenige Rettungskräfte müssen sich um zu viele Verletzte kümmern. Bürger helfen Bürgern. Die zweite Explosion fühlte sich an wie ein starkes Erdbeben, berichten Augenzeugen. Viele Häuser, sogar etliche Kilometer entfernt, wurden schwer beschädigt. Ort der Explosion ist offenbar eine Lagerhalle beim Hafen. Der Chef der Sicherheit von Beirut, Abbas Ibrahim, sagte Medien, dass dort explosive Stoffe gelagert wurden. Die Lage ist unübersichtlich. Die Feuerwehren versuchen immer noch, die Brände zu löschen. Andere kümmern sich um die zahlreichen Verletzten.